Hallo und herzlich willkommen zurück zu Garden Witch Live. Ja, wir haben immer noch die Aufgabe, finde einen alternativen Verwendungszweck für den Schlüssel. Aber ich wollte jetzt erst noch mal kurz hier ein paar Sachen einsammeln. Und wie ihr seht, ich war ja noch ein bisschen fleißig jetzt offline. Ich habe hier Rosengatter gemacht. Das heißt, wir müssten da eigentlich Rosen machen. Und ich habe hier so ein Gatter gemacht für den Eingang. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier die Steine bis da hinten mal durchgezogen, sodass wir hier so einen wunderschönen neu eingerichteten Eingang sozusagen haben. Dann schauen wir mal. Wir müssen. Ach, das ist noch nicht ganz aufgefüllt. Wir müssen noch ein bisschen gießen hier. So, damit hier auch alles schön, ne? Alles schön wieder voll ist. Dann schauen wir mal eben hier drumherum auch. So. Du kriegst auch noch mal ein bisschen was. Oh, hier ist auch noch Kleeblatt. Du kriegst dann direkt noch mal plump. Nochmal direkt ein bisschen Dünger. Ich hatte übrigens offline hier auch so ein bisschen den Dünger nochmal drumherum gezogen. Und ja, ist ja gut, ist ja gut. In der Hoffnung, dass sich dadurch hier auch mal ein bisschen was tut, ne? Dass hier auch mal wieder ein bisschen was grün wird. Hier seht ihr schon, die Rosen kommen so langsam durch. Da hinten wächst noch ein Bäumchen. Für später bräuchten wir eigentlich mal irgendeinen Ort, wo wir dann auch wieder Bäume schlagen können, ne? Also wieder Bäume ernten können sozusagen. Weil irgendwie brauchen wir dann wahrscheinlich auch später nochmal Holz. Ach so, ein kleiner Tipp. Ich habe festgestellt, wenn ich, also als ich hier diese Dinger, diese Spaliere oder wie die heißen, dafür die Rosen gemacht habe, habe ich festgestellt, dass ich dann immer wieder neue Rezepte bekommen habe. Oh, schon wieder ein neuer Baum. Guck mal. Machen wir hier auch nochmal so ein bisschen was hin. Bin sowieso dafür. Ich denke, das wird immer grüner, je mehr ich von dem Dünger hier reinmache. Was logisch wäre, weil der Boden dann ja die Nährstoffe bekommt. Ich mache das jetzt mal absichtlich alles hier vorne. Ich habe da ja genug von. Zumindest aktuell noch. Ich mache das mal absichtlich alles hier so vorne hin. Und achso, die Kiste habe ich übrigens auch neu gemacht, weil da habe ich jetzt überall die Samen reingetan. So, da machen wir noch was hin an den Eingang. Und hier vorne nochmal so ein bisschen. Da müssen wir mal gucken, ob das dann tatsächlich grüner wird hier vorne. Das wäre natürlich cool. Dann tun wir jetzt mal eben die Tomaten weg. Die habe ich, glaube ich, auch noch. Ne, die habe ich nicht hier. Die habe ich dann doch hier drin. So, einmal Tomaten weg. Das können wir mal eben auffüllen. So. Ich möchte gerne nichts in der Hand haben. Danke. Was ich übrigens vergessen habe, dass ich ja theoretisch immer von hier aus da reinporten kann. Da bin ich darauf aufmerksam gemacht worden über einen lieben Kommentar. Vielen Dank dafür, weil ich, Idiot, habe das echt total übersehen. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe da aber auch nie so drüber nachgedacht, wenn ich jetzt ehrlich bin. Wir sind zwar hier ausgekommen, aber dass das dann logischerweise vielleicht auch in zwei Richtungen funktioniert. Ich glaube, ich habe das sogar mal ausprobiert, ob das in zwei Richtungen funktioniert. Da habe ich ehrlich gesagt so gar nicht dran gedacht. Die kommen immer von der gleichen Seite, ne, wenn ich hier rüberlaufe. Und immer sind die da zu zweit. Die kleben ständig aneinander. So, ich mache jetzt hier meine tägliche Runde nochmal schnell. Stibitz mir hier alles, was ich hier finden kann. Damit ich mir dann zwischendurch nochmal was zu essen, also nicht mir, aber damit ich dann zwischendurch nochmal was zu essen machen kann und das dann auch wieder verkaufen kann, weil wir brauchen sicher noch Geld. Wir müssen sicher auch noch andere Sachen kaufen und ja. Ich verlasse mich da nur sehr, sehr ungerne drauf, dass man tatsächlich hier irgendwo. Haben wir da noch was drin gehabt? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Anscheinend nicht. Okay. Ich verlasse mich da nämlich nur sehr, sehr ungerne drauf, dass wir irgendwo noch was finden. Ach so, ja. Wir wollten ja heute in der Folge eigentlich auch hier nochmal reingehen, ne?
So, dann machen wir uns hier mal den Weg frei. Da kriegen wir normale Steine durch. Das ist auch gut. Die können wir direkt mitnehmen. Die Mine ist doch schon was größer hier. Salz. Oh. Okay. Da ist sogar ein Schiff. Kann ich mit dem Schiff dann segeln oder wie? Berühren. Okay. Hä? Gut. Lassen wir so stehen. Hier ist eine Leiter. Ach, da komme ich gar nicht. Darf ich denn da ins Wasser rein? Moment, da ist auch eine Leiter. Hallo, Fledermaus. Ich mag Fledermäuse. Da ist eine Leiter runter ins Wasser. Die Frage ist nur, ist das so eine gute Idee? Hallo? Ach, da oben bin ich. Hä, was ist denn das für eine komische Ansicht? Ist das jetzt alles unter Wasser hier? Ja, kein Thema. Ich schwimme einfach mal hier unten runter. Leiter benutzen. Also entweder ist das ein Anzeige-Bug oder ich bin... Ich glaube, ich bin jetzt hier sonst wohin gekommen. Oder ich bin jetzt hier drin am Buggen. Och nö, kommt, Leute. Ach, jetzt bin ich oben. Sehr schön. Ach, sie hat mich draufgestellt. Okay. Gut. Dann gucken wir erstmal hier. Muss ich die jetzt alle berühren? Kann ich das im Wasser holen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich bin hier gerade so ein bisschen platt, ne? Weil ich nicht weiß, was ich jetzt machen soll oder wo ich hingehen muss. Das kann ich abbauen. Ah, okay. Salzkristallbrocken. Aber offenbar nicht bei allen. Hier sind nur Steine drin. Da ist wieder einer bei. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, wofür ich die brauche. Ja, wobei, das könnte man jetzt vielleicht für so eine Salzkristalllampe oder sowas gebrauchen. Da können wir jetzt rauf. Sehr cool. Ach, eine Chest. Was? Orangenkern. Antikes Artefakt. Ich sollte Tin dieses Artefakt zeigen. Ah, cool. Kann hier mal nichts machen. Ne? Kann ich auch nicht mit wegfahren. Schade. So, den berühren wir auch. Was... War das da hinten die Tür, die gerade aufgegangen ist? Moment, hä? Da hinten ist noch sowas wie eine Tür, ne? Oh. Es ist sicher ein Rätsel, aber ich habe keine Ahnung, worum es jetzt hier genau geht. Ich laufe mal einfach ins Licht rein. Oh. Oh, wo bin ich denn jetzt? Ja, wo bin ich denn jetzt? Ich sehe mich gar nicht auf der Karte, ne? Mine? Zu Hause? Ja, ich sehe mich nicht, keine Ahnung. Wo bin ich denn hier? Also das sieht so aus, wie diese...
Oder ist das? Das ist das doch, oder nicht? Dillsamen. Okay, da ist doch noch was. Kamillenblüte, Oregano. Das sieht auf jeden Fall aus wie diese eine Ecke, wo wir danach eigentlich hingehen wollten. Wahrscheinlich ist das auch die Ecke. Weil das ist nämlich auch hier so zum Hochlaufen und da kommen wir dann nämlich wieder zurück, ne? Ja, da hinten ist das Haus. Genau. Ach, dann kommt man hier raus. Okay. Und ich dachte, hier kommt man. Ach, hier kommt man auch gar nicht rein. Ich bin hier nur rausgekommen. Das ist ja eine Sauerei. Aber reinkommen darf ich nicht, ohne die Steine hier wegzumachen. So. Okay. Oh nein, jetzt hat sich das nicht alles zurückgesetzt hier. Ja. Ich bin immer noch der Meinung, dass das irgendein Rätsel ist. Gucken wir nochmal eben. So. Ich weiß auch nicht, ob sich da was ändert, wenn ich da irgendwo dran komme. Also ich finde, es sieht jetzt nicht danach aus, als ob sich da was ändert. Da ist im Wasser noch was. Da hinten die Tür ist. Komme ich aus dem Wasser aber raus, ne? Wenn das. Oh, wenn das nicht wieder verbuggt ist mit dem Wasser, heißt das. Ach, da kann ich was bauen. Damit ich nicht schwimmen muss, oder wie? Ach, cool. Aber wir können ja jetzt erstmal schwimmen. Das ist ja jetzt noch nicht das Problem. Ja. Ja, das ist ja cool. Okay, dann brauche ich ganz viele Bretter. 50 Bretter, glaube ich, stand da gerade eben. Und da hinten das Ding. Ah, das ist auch noch eine Kiste. Sehr schön. Ich glaube, wir verbringen jetzt heute irgendwie fast die ganze Folge in diesem Raum hier. Nein, oder auch nicht. Ich habe nichts zu essen dabei, ne? Nein. Zucker hilft mir auch nicht, oder? Salzkristallbrocken. Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Aber schwimmen kann ich hoffentlich noch, oder? Sonnenblumen? Meisenknödel? Was kann ich denn entfernen? Das kann ich entfernen. Ups. Ups. Also das ist schön, dass wir die auch abbauen können, aber jetzt habe ich das Wasser. Ja, okay, man kann aber trotzdem noch rüberschwimmen. Ich muss wahrscheinlich woanders. Ah, jetzt komme ich da aber nicht mehr hin, ne? Da komme ich nicht mehr hoch, oder? Und die nächste Frage wäre, kann ich unter Wasser, also kann ich untertauchen? Nee, anscheinend nicht. Schade. Das sind die beiden Eingänge. Ja, jetzt komme ich hier nicht mehr. Hier hätte ich sonst eigentlich hochgekonnt. Ach, scheiße. Hier komme ich auch nicht raus, ne? Also raus, ja, aber nicht mehr da hoch, oder? Moment. Na, Trick 17 funktioniert wohl nicht. Schade, schade, schade. Ach Mann. Wie komme ich denn jetzt? Da müsste ich aber wieder rauskommen.
Wobei das jetzt bei Tin wäre, ist aber nicht schlimm, weil Tin soll ich ja auch das Artefakt zeigen, wenn die überhaupt noch da ist. Weiß ja nicht, ob die 24/7 hier am Arbeiten ist. Okay, also für die Mine brauchen wir jede Menge Essen, weil die Ausdauer jetzt so schnell vorbei ist. Ja, ich krieg auch nicht alles hin, weil wir das unter Wasser nicht machen können. Ach, das ist doch doof. Ja gut. Tin, ich hoffe, du bist noch da. Nee, die ist wirklich weg. Alter, ist das dein Ernst? Boah. Das merke ich mir, ey. Keiner ist hier am Arbeiten, Sauerei. Ich bin hier die Einzige, die hier die ganze Zeit im Schuften ist, oder was? Junge, Junge, Junge. Hier draußen wächst was, hier draußen wächst was. Ja, Kompost wissen wir. So, wir brauchen jede Menge Holzbretter. Die würde ich dann schon mal mitnehmen, wo wir schon davon gesprochen haben vorhin. Von wegen, ich werde ja noch mal Holz brauchen. Eisenerze. Ein Eisenerz haben wir. Sonnenblumenkerne. Ich denke mal, die Kerne, die können wir dann ganz einfach einpflanzen, oder? Wir nehmen das. Das tun wir mal hier rein. Da habe ich eigentlich die Feensachen drin, aber da habe ich auch Eisenbarren drin. Also können wir das jetzt auch hier rein tun. Achso, das Artefakt, das brauche ich noch. Kamillenblüten. Ah, da fällt mir uns was ein. Die Sachen können wir nämlich nach draußen tun. Salzkristallbrocken, das hätte ich jetzt eigentlich auch dahin machen sollen. Kamillenblüten hier rein. So. Salzkristall hier rein. Das nehmen wir mit raus. Sonst haben wir alles. So, dann müssen wir einmal Bretter herstellen. Okay, 50 haben wir. Egal, machen wir jetzt einfach alles als Bretter. So, wie viel haben wir denn? Beziehungsweise wir gucken dann erstmal, dass wir noch die Samen nach draußen machen. Habe ich hier irgendwas doppelt? Ich schmeiß das jetzt erstmal hier rein. Ich würde das zwar gerne... Ne, da sind wieder andere, ne? Ich würde das zwar gerne anpflanzen, aber ich würde erstmal lieber mit Tin sprechen. So, das für Tin. Und ich denke, dass wir damit auch anpflanzen können. So, das Holz nehmen wir dann auch noch mit. Da können wir eigentlich... Ja, ich würde schlafen. Wir haben Mittwoch, ne? Ich würde einmal kurz schlafen gehen. Und wir müssen dringend Essen mitnehmen, fällt mir gerade ein. Wir müssen was zu essen machen. Das haben wir, glaube ich, immer gemacht, ne? Kartoffelsuppe bzw. Brennnesselsuppe, wobei ich jetzt nicht genau weiß. 15 und das gibt nur 5. Das gibt auch nur 5. Ja, also Kartoffelsuppe ist am wichtigsten. Das heißt, Kartoffel und Petersilie bräuchte ich dann dafür. Kartoffeln und Petersilie. Petersilie haben wir gar nicht. Kartoffeln ist klar. Aber wir haben noch eine Kartoffelsuppe. Ach ja, wir haben ja extra noch was zu essen dabei. Dann würde ich sagen, nehmen wir das mal mit. Okay, das gibt eh keine. Ich weiß gar nicht, was das hier für Werte überhaupt sind.
Gehen wir erstmal zu Tin. Brauche ich euch heute noch nicht gießen, oder? Kann ich machen, wenn ich wiederkomme. Hoffe ich mal. Ich bin so aufgeregt. Mal gucken, was das mit dem Artefakt ist. Tin, lauf nicht weg. Ich habe was entdeckt. Hey, brauchst du noch was? Ich habe ein Artefakt gefunden. Lass mich sehen. Oh, wow, so etwas habe ich noch nie gesehen. Es sieht uralt aus, aber irgendwie auch nicht. Seltsam. Ich müsste es mir genauer ansehen, um zu verstehen. Kann ich es für ein paar Tage aufbewahren? Klar. In Ordnung. Ich denke, 3 Tage sollten genug sein. Aber wer weiß, dieses Ding sieht wirklich geheimnisvoll aus. Okay. Ich gebe dir Zeit für die Recherche und gehe in der Zeit nochmal in die Mine. So. Wir schauen mal, dass wir hier die Brücke zumindest machen können. Da gehen wir eins runter. Eigentlich hätte ich ja runterspringen können, ne? Eigentlich war das doof. Da muss ich jetzt wieder schwimmen. Ja, hier unten sehe ich eine Brücke. Von da unten aus. Oh, da geht es auch noch rein. Ach, cool. Kann ich das von beiden Seiten bauen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, ich kann das nur abbauen. Nee. Hä? Komme ich denn da überhaupt hoch auf der anderen Seite? Komme ich da nicht hoch? Ja, aber wie soll ich denn hier das bauen? Moment, da muss ich da komplett aus dem Wasser raus? Nee, hier kann ich auch nochmal. Die Frage, habe ich hier Leiter benutzen? Doch, hier komme ich hoch. Okay. Da war sonst nichts mehr. Dann gehe ich hier mal hoch. Und von hier aus könnte man das, glaube ich, machen. Ja, genau. Zack. Sehr schön. Vielen Dank. Dann können wir nämlich einfach hier rüberlaufen. Antiker Kristallbrocken. Ach ja, hier unten war ja auch noch was. Das ist Eisenerz gewesen. Ah, cool. Ich weiß zwar immer noch nicht genau, wofür wir das brauchen, aber es ist natürlich immer gut, was da zu haben. Ja, cool. Normale Steine. Ich meine, irgendwo hinten hat man auch noch eine Stelle, wo wir auch noch was nicht ganz abgebaut hatten. Dieses Ding ist natürlich jetzt... Ich kann das mit dem Kristall halt nicht machen, ne? Naja. Es hängt im Endeffekt alles, obwohl dahinter ist auch noch mal einer. Ich wollte gerade noch sagen, es hängt im Endeffekt alles damit zusammen, dass wir da am Anfang im Wasser da den Kristall nicht machen können. Wobei hier ist auch noch mal einer. Ne, der ist nicht im Wasser. Mal eben gucken. Hier oben war jetzt nichts mehr drauf. Da ist auch nichts. Da hatte ich auch alles. Ich glaube, dann haben wir jetzt doch alles. Ne? Brauchen wir gar nicht so viel zu essen mitzunehmen. Ja, außer das halt da hinten. Aber da kommen wir noch nicht hin. Nee, da unten. Da war noch was. Das war das, was ich noch im Kopf hatte. Einmal die Abkürzung. So, das habe ich nämlich eben noch gesehen. Das nehmen wir dann auch direkt mit, ist ja klar. Oder auch nicht. Okay.
okay. Scheinen wir nicht machen zu können. Na gut. Dann halt nicht. Dann bräuchten wir rein theoretisch dafür eine bessere Spitzhacke, die wir aber irgendwie nicht kaufen können, was ich auch doof finde. War ich da links? Da war ich doch, oder? Da habe ich irgendwas... Was habe ich da geholt, meine ich. So, dann sind wir wieder bei Tin. Können wir bei dir jetzt vielleicht mal gucken, ob wir besseres Werkzeug kriegen? So wie es aussieht, kriegen wir das aber nicht. Nee. Und ich denke mal, wenn überhaupt, dann können wir das Ganze nur im Laufe der Zeit verbessern, indem wir dann eine Quest kriegen. Schade. Moment, wir haben wieder einen neuen Tag, ne? Wir können wieder was Neues einsammeln. Sieht mir so blöd aus, wenn ich da mit der Spitzhacke oder so in der Gegend rumlaufe. So. Sagt mir, ob ich noch mal was Neues bekomme. Ja, perfekt. Okay. Dann, was brauchen wir denn insgesamt? Ich glaube, 4-mal Zucker oder sowas, ne? Dreimal Zucker. Okay, dann brauchen wir nur noch einmal und dann können wir auch wieder was Geld verdienen. Das ist gut. Sehr schön. Ich würde endlich mal gerne hier das Wasser wegkriegen. Och. Also, nicht das Wasser wegkriegen, sondern, ne? Kann man da... Kommt man nicht durch? Es muss doch irgendeine Bewandtnis haben hier. Na gut, dann halt nicht. Weil wenn das mit dem Wasser, wenn das wieder klar ist, dann kann ich da oben bei dem Vogel oder was das war rechts, konnte ich was machen. Und ich konnte... Oh, wieder fliegendes Gras. Und ich konnte... ja. Bei diesem Spa da oben konnte ich da noch was machen. Genau, das wollte ich sagen. Moment, wir bringen am besten die Sachen erstmal rein, würde ich sagen. Das ist Salzkristall, Eisenerz. Das und... Nee. So. Alles. Dann, damit die Folge nicht zu viel Überlänge bekommt, gehen wir noch mal ganz kurz hier hin und gucken mal wegen den Samen. Oregano, Dill, Thymian, Feengras, Orangenkern. Ich weiß nicht. Da habe ich nur einen einzigen von. Ich glaube, den werden wir mal als erstes benutzen. Den können wir ja nicht machen. Der ist, tja, das müsste Herbst sein. Sommer, im Frühling wahrscheinlich. Weil ich habe den Tipp bekommen, dass man den vermutlich nicht machen kann, weil der nur in einer Jahreszeit ist. Ich denke mal, das soll Frühling sein. Winter habe ich jetzt hier bisher noch nicht gesehen. Wir nehmen einfach mal alle raus hier. Zack. Ach, Sonnenblumenkern, genau, die brauche ich auch noch. So, jetzt wird's lustig. Also, Orangen. Machen wir mal hier. Oh. Alter, braucht der... Ist das so groß?
Ich glaube, dann setzen wir den mal lieber woanders hin, wa? Es kommt mir so riesig vor. Kann der denn hier überhaupt hin? Oh Gott. Hallo? Na komm. Wieso geht der hier nicht? Nein. Ach. Was ist das? Was bist du denn? Du bist ein Kaninchen. Du bist doch kein Kaninchen. Jetzt mal ohne Scheiß. Hoppeldi hopp. Kaninchenstofftier. Ist das cool? Ich will aber immer noch hier die Samen hinmachen. Das geht nicht, weil der keinen Platz hat oder was? Oder hier konnte ich es jetzt machen. Oh Gott. Wie viel Platz braucht der denn dann bitte? Moment. Da kann ich den auch wieder nicht hinmachen. Hier kann ich den auch wieder nicht hinmachen. Alter, wie viel Platz brauche ich dafür? Müssen wir den außerhalb irgendwie hier aufziehen? Hier geht nicht. Na? Das ist ja Wahnsinn. Ich kann den ja nirgendwo hinstellen. Hallo? Darf ich dich hier irgendwo hinstellen vielleicht? Da darf ich den hinstellen, okay. Kriegen wir noch einen dritten hin, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ah, ja, okay, perfekt. Ich weiß nicht, warum man das nicht überall hinstellen kann. Hilfe. So, Sonnenblumenkerne. Wenn das wirklich so ist, wie ich mir das vorstelle, dann würde ich die gerne hier vorne hin machen. Da fällt mir ein. Hä, wo sind meine Tulpen? Die habe ich doch nicht. Ah nee, Sonnenblumenkerne. Kann ich damit nichts anpflanzen? Ich dachte, ich kann damit was anpflanzen. Ich meine, ich habe mal gehört, dass man die einfach in den Boden machen muss und dann kann man, ne? Anscheinend nicht. Schade. Na gut, dann machen wir das so, dass wir hier auch noch ein bisschen was anpflanzen. Hallo? Wieder ein bisschen am Baggen oder lag es da dran, weil es am Baggen ist? Dass man das deswegen nicht machen konnte. Das kann natürlich auch sein. Ich probiere das nochmal eben. Ach, jetzt kann man es machen. Der war nur ein bisschen am Baggen wieder. Okay. Dann machen wir die hier hin. Einmal zack. Und zack. Wieso kann ich das da nicht machen? Gut, dann halt nicht. Euch gießen wir dann noch mal eben. So. Euch müssen wir auch noch mal gießen. So. Euch auch. Ist ja wieder ein neuer Tag, ne? So, aber da ist schon so ein grüner Streifen hier. Also ich denke mal, da kommt auch wieder was. Moment. Zack. Kriegst du auch noch was Dünger. Och, hier ist auch noch was. So. Ja, du willst ja irgendwie nicht, dass man dir was Gutes tut. Du kriegst auch was Dünger. So. Oh. Da wollte ich jetzt eigentlich keinen Dünger hinmachen, das wollte ich eigentlich gießen. Aber egal. Ist ja nicht schlimm. So. Hier wachsen nochmal Brennnesseln. Sehr schön. Ja. Aber ich lasse die trotzdem mal dran.
Vielleicht machen die den Garten ja noch ein bisschen grüner. Boah, ist der groß geworden hier. Das ist krass. Okay. Ja, sehr schön. Dann haben wir noch Minzsamen. Ich pflanze jetzt einfach mal alles hier so ein bisschen an. Achso, nee, Moment. So, Minzsamen. Schmeißen wir mal hier rein. Hier so ein bisschen. Da. Und überall. So. Da können wir es nicht. Keine Ahnung warum. Da können wir es auch nicht. Da dürfen wir noch. Der hängt sich dann immer irgendwie automatisch da rein. So. Dann haben wir noch was Oregano. Den setzen wir hier rein. Und da. Und da. So. Und was haben wir noch? Was haben wir noch? Thymian. Was war das hier? Dill. Okay. Es war jetzt ein bisschen blöd, weil ich hier dann theoretisch die Steine hätte, wobei ich das wahrscheinlich anders mache. Ich glaube, ich werde dann die Steine hier so rumführen. Also außen, also kann man hier ruhig noch was Thymian reinmachen. So, kann man das jetzt hier direkt draufsetzen? Ich habe zwar immer noch nicht ganz verstanden, warum das da geht und hier wieder nicht und woanders doch, aber... ist ja auch egal. Er zeigt mir an, wo es geht und wo es nicht geht. Das ist schon mal gut. So, dann haben wir noch einmal. Hier würde ich die dann aber auch gerne eigentlich rumführen. Machen wir das mal hier hin. Ist zwar so ein bisschen einsam und alleine, aber... Feengras könnte ich vielleicht überall so ein bisschen dazwischen machen. So, hier... Na, da können wir es jetzt nicht machen. Und hier haben wir ja schon Feengras. Das ist ja schon... Dann haben wir hier noch was. Da oder auch nicht. So. So. Es soll zwar nicht immer einhaken, aber okay. So. Gut, die sind dann so ein bisschen... Die unterstützen sich hoffentlich ein bisschen gegenseitig. So, ich lasse das jetzt mal so, damit wir jetzt nicht noch mehr davon haben. Allerdings, ach so, Moment, Dünger wollte ich hier noch hinsetzen, genau. Damit die auch gute, fruchtbare Erde hier überall haben. Und ich denke, dass das so, wie ich mir das vorstelle, tatsächlich funktioniert. Dass das nämlich mit der Zeit dann grün wird, wenn man hier überall so Dünger reinmacht, weil der Boden ja wieder die Nährstoffe bekommt. Deswegen werde ich einfach mal dafür sorgen, dass ich immer mal wieder so zwischendurch ein bisschen was an Dünger nehme und dann hier immer so streifenweise, sage ich mal, wieder drauf werfe. Damit dann hoffentlich mein Garten ganz schnell wieder schön grün sein wird. So, wieso kann man das schon sammeln? Hä? Ich habe dich doch gerade erst da reingesetzt. Wieso kann ich dich sammeln? So, machen wir hier auch mal so ein bisschen. Ich meine, hier ist es noch so ein bisschen, weil halt die Pflanzen da sind. Da weiß ich jetzt nicht, inwiefern das jetzt gut funktioniert. Aber ich sag mal, alles, was hier so innerhalb von einem Kreis ist, sollte eigentlich nicht das Problem sein. So, lassen wir das erstmal so, damit wir jetzt nicht unseren ganzen Dünger hier verbrauchen. Ist zwar ziemlich matschige Erde jetzt. Aber das sollte kein Problem sein. Okay. Habe ich gerade aufgefüllt? Ja, habe ich aufgefüllt. Okay.
Super, dann legen wir die Samen wieder zurück und ich würde sagen, dass wir dann, weil wir nämlich schon ziemlich Überlänge wieder haben, Schande über mein Haupt, dass wir dann erstmal hier einen kleinen Cut machen. Ich werde mich nochmal schlafen legen, weil es ja auch schon wieder spät ist. Da habe ich soweit eigentlich alles recht frei gemacht. Das können wir noch mit... Hallo? Das können wir noch mit reinschieben. So. Ja, jetzt ist es natürlich dummerweise hier dunkel drin. Also, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Entschuldigt bitte die Überlänge, aber wir haben heute noch so einiges natürlich gemacht. Und ja, finde einen alternativen Verwendungszweck für den Schlüssel. Müssen wir mal gucken, wie wir das noch rausfinden werden. Werden wir mal schauen. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!